Die Seuche in Afrika ist nicht mehr aufzuhalten. Seit nunmehr 10 Stunden bereitet diese sich in den USA aus. Neo, was ist los? Warum haben wir Code Red? Ray, die Seuche hat sich verändert. Ja, das wussten wir ja eh schon. Aber zu was? Ich weiß es nicht, aber es muss etwas Schlimmeres sein. Sie haben den Präsidenten mit der Air Force One in den Kommandobunker gebracht. Sie und Ihr Team müssen hierbleiben und dafür sorgen, dass ich in einer Lösung forschen kann. Wir stehen hier in einer Forschungseinrichtung, die einzige Chance ist für uns, unsere Zukunft, die Zukunft unserer Kinder. Und was wird jetzt aus meiner Familie? Lassen wir die da draußen sterben oder was? Warum hat man uns nicht gewarnt oder hat unsere Familie hierher geholt? Du Neo, das halten wir nicht mehr! Wir müssen zurück in den Bunker! Packte das einzige Bild ein, das ich noch von meiner Familie hatte. Darauf war mein Onkel und mein kleiner Sohn. Nein! Nein! Bitte, sag, dass es nicht wahr ist! Hast du sie gefunden? Hast du mich nicht verstanden? Nur meinen Bruder. Und wo ist der? Klar, er ist in meiner Hosentasche. Also, ist er tot? Ja, natürlich, du Idiot. Und was ist mit deinem Sohn? Was ist mit Lukas? Der ist noch am Leben. Und wo ist er dann? Ich bin mir ganz sicher, er lebt. Und jetzt lass mich alleine. Er ist da. Und was wollt ihr hier? Versteckt euch nicht! Wir wissen, dass ihr da draußen seid. Macht eure Absichten bekannt oder wir müssen auf euch schießen. Ray, auf was wartest du? Wir müssen was unternehmen. Eure letzte Chance. Was wollt ihr hier? Hey Brian, wie sieht's denn mit den Vorbereitungen für das Fest heute Abend aus? Das Essen haben wir schon alles vorbereitet. Mit den Tischen brauche ich noch ein bisschen. Und da könnte ich vielleicht ein bisschen Unterstützung gebrauchen. Alles klar. Nick, Daniel, helft Brian bei den Tischen und reißt euch zusammen. Unser erstes Fest hier am Stützpunkt soll doch etwas Besonderes werden. Ich schaue beim Doc vorbei. Mal fragen, ob er vielleicht auch kommt. Sir, ich habe schlechte Nachrichten. Unsere Spritvorräte für die Panzer gehen zu Neige. Was soll ich dann tun? Ich kann ja dann kein Panzer mehr fahren. Und wie sieht es aus mit den Spritvorräten für die Humvees? Sind wir da noch ausgerüstet oder wird's da auch schon eng? Ja, Sir, für die Humvees, da reicht der Sprit noch mindestens 2 Monate. Aber die Panzer, die schönen Panzer, die fahren nicht mehr ohne Sprit. Ja, das Problem mit dem Sprit ist mir schon bewusst. Nur wir werden nicht so schnell Panzersprit produzieren können. Ich glaube, wir müssen die Panzer erstmal stilllegen. Naja, lassen Sie uns das nach der Feier erklären. Ich kann mich recht entsinnen, dass Sie am Abend nicht Freizeit haben, sondern zu einem Team zugeordnet werden sollten. Aber das sind Sie noch nicht zugeteilt. Ich habe ja heute Vormittag, glaube ich, am Plan... Ja, sicher. Klar, Sie sind noch nicht zugeteilt. Dann übernehmen Sie bitte die Wache oben am Außenposten und checken die Umgebung. Es wird zwar eh nichts passieren, aber sicher ist sicher. Wirklich, Sir? Aber ich reiß mir doch immer hier die Beine aus und muss das denn wirklich sein, Sir? Also eigentlich wäre ich lieber zur Feier gekommen heute Abend. Also, ja. Naja, Soldat, ich würde mal eher sagen, dass Sie heute Wache schieben. In den letzten Wochen haben Sie nichts wirklich Herausragendes geleistet. Oder sehe ich das falsch? Naja, Sir, ich bin ja schließlich Panzerfahrer und ich habe alle anderen Aufgaben, die mir zugeteilt wurden, immer erledigt. Immer. Ich habe nie gemeckert, wenn es ums Latrinausheben ging oder sonst irgendwas. Der war gut.
Ich kann mich recht entsinnen, dass die Latrinen von ihrem Kollegen ausgehoben worden sind und nicht von ihnen. Ich glaube, sie, wie gesagt, schieben heute Wache. Ich glaube, das wäre besser für sie. Aber Sir, ich hatte ja schließlich die Aufsicht geführt, dass auch wirklich alles nach ordnungsgemäßem Standard ausgehoben wird. Moment mal. Wenn Sie die Verantwortung hatten, was war dann mit dem Toilettenvorfall letzte Woche, wo die ganzen Toiletten verstopft waren, weil die Sachen nicht tief genug ausgehoben worden sind? Na Sir, also ausgehoben waren sie tief genug. Nur wenn die Leute hier den ganzen Tag nichts anderes tun, als auf den Latrinen zu scheißen, ist das ja wirklich nicht mein Problem. Soldat, diskutieren Sie gerade ernsthaft mit Ihrem Vorgesetzten? Schauen Sie, dass Sie runterkommen und die Ausrüstung für die Wache holen. Und ach ja, was ich vergessen habe. Der Doktor braucht wahrscheinlich auch noch Hilfe. Und noch was, Brian draußen, der mit dem grünen Hut, der braucht definitiv auch noch Unterstützung. Also schauen Sie da raus und helfen Sie dem und helfen Sie dem Doktor bitte. Jetzt. Okay, Sir. Aber wen soll ich jetzt zuerst helfen? Diesen kleinen stinkenden Professor oder etwa Brian? Erstens, das heißt Doktor. Und zweitens, dieser Doktor hat für uns schon so viel erreicht, der hat das Gegenmittel schon gemacht, damit wir hier überhaupt rausgehen können, sonst wären wir hier im Bunker verhungert. Ich weiß zwar, dass der Doktor nicht unbedingt der Umgang ist, den man sich wünscht, jedoch muss man bitte bedenken, ohne ihn wären wir alle hier tot und wir würden bei unseren Familien gestorben sein oder sonst irgendwo in der Pampa gestorben sein, so wie alle anderen Soldaten da draußen. Wir haben überlebt und dank dem Doktor und nicht dank irgendeiner anderen Kacke. Und Sie gehen jetzt sofort zum Doktor, strafweise. Und heute Abend bei der Party sind Sie oben am Wachposten und ich möchte keine Diskussion jetzt mehr haben. Auf geht's, marsch, marsch, marsch. Oder was haben Sie in der Grundausbildung gelernt? Dass man dem Vorgesetzten widerspricht oder was? Na, dann werde ich halt diesem alten Quacksalber helfen. Aber würde mich eh nicht wundern, wenn er an diesem ganzen Schlamassel hier schuld ist. Wäre sowieso lieber zu Hause bei meiner ganzen Familie gewesen, als das passiert ist. Eigentlich hat der heutige Tag zur 5-Jahres-Feier des Stiftungs gut begonnen. Schon 5 Jahre haben wir hier überlebt. Es hat einigen guten Menschen das Leben gekostet. Aber wir haben auch wieder neue Leute dazu gewonnen. Mir schweben immer noch die Bilder im Kopf, wie ich meinen Bruder erschießen musste. Aber wo ist Lukas? Ich vermisse ihn sehr. Hoffentlich ist ihm nichts passiert. Naja, heute darf ich mir nichts anmerken lassen. Heute soll einfach mal entspannt werden. Sir, wir haben ungewöhnliche Signale von den Bewegungsmeldern um die Basis empfangen. Ich glaube, es möchte sich jemand reinschleichen. Schwachsinn. Das war wahrscheinlich nur ein Tier. Geht kein Risiko ein und prüft es. Was führt Sie zu mir? Wenn Sie wissen wollen, ob ich mit dem Schnaps schon zu brauen begonnen habe, dann kann ich Ihnen nur sagen, dass das unerhört ist und Sie mir mindestens 24 Stunden geben müssen. Schon gut. Bin aber aus einem anderen Grund hier. Okay, ich geb's ja zu. Ich habe den Soldaten die Zunge grün gefärbt, aber ich habe meine Gründe. Sie mobben mich immer und spielen mit meinen Experimenten rum. Ich musste Ihnen eine Lektion erteilen. Hab ich auch nicht gemeint? Ups. Lassen Sie mich mal bitte zu Ende sprechen. Ja, schon gut. Ich wollte Sie zu unserer Jahresfeier einladen, die heute stattfindet. Naja, ich bin nicht sicher, ob das klappen wird. Der Versuch G458A könnte mich brauchen. Und außerdem sind die Soldaten Tölpel, die nicht wissen, was Anstand ist. Das bricht sicher wieder zu einem Riesendesaster aus. Überlegen Sie sich's noch. Beginn es heute um 17 Uhr. Und das mit den grünen Zungen, das besprechen wir noch später. Und ich habe noch etwas zu erledigen. Ruhe, Leute! Ray hat was zu sagen. Danke, Brian. Meine Kameraden, nein, besser meine Freunde. Wir haben nun schon so lange Zeit in dieser unwirklichen Welt überlebt. Ein ganzes Jahr hat es gedauert, bis der Stützpunkt komplett aufgebaut war. Einige Überlebende haben es schon zu uns geschafft. Es gibt sauberes Wasser, wir haben schon die ersten Felder angelegt, es wächst und gedeiht. Auch trotz 13 gefallener Kameraden, denen wir auch heute gedenken, haben wir schon sehr viel erreicht. Hoffentlich geht es in Zukunft mit uns nur noch bergauf.
Und nun bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch noch eine schöne Feier. Have fun! Oh Mann, wie gerne würde ich jetzt mit den anderen feiern. Hier oben Wache schieben ist so langweilig. Passiert doch eh nix. Was ist denn das da hinten? Alarm! Alle Mann zu den Waffen! Wir werden angegriffen! Wer ist da? Und was wollt ihr hier? Versteckt euch nicht! Wir wissen, dass ihr da draußen seid. Macht eure Absichten bekannt oder wir müssen auf euch schießen. Ray, auf was wartest du? Wir müssen was unternehmen. Eure letzte Chance. Was wollt ihr hier? Schütze! Sunny! Ein Verletzter! Was ist jetzt los? Wo kommt das her? Verdammt, Deckung, Männer! Wir müssen hier weg. Rückzug. Los, los, los! Zum Punkt rum hier, schnell! Los, zurück. Schnell. Was ist hier los? Wo bin ich? Hallo? Du da! Ja, du, der am Sessel sitzt! Hey, du! Hey, hey, warte! Wo gehst du hin? Hey, stopp! Fuck, wo bin ich hier? Verdammt! Sir, der Gefangene ist aufgewacht! Na, gut geschlafen, Sonnenschein? Warum denn so sprachlos? Dachtest wohl nicht, dass es hier noch Überlebende gibt, die besser ausgerüstet sind, was? Aber mal Spaß beiseite. Ich möchte wissen, an welchem Experiment die Regierung forschte. Woher sollte ich das verdammt nochmal wissen? Du denkst wohl, ich bin dumm, oder? Ich wusste schon immer, dass die Regierung an der Seuche schuld war. Das weiß ich nicht. Wir haben nur an einem Gegenmittel gearbeitet. Und das soll ich dir glauben? Ja, das ist die Wahrheit. Hahaha. Und warum? Warum konnte sich diese Seuche ausbreiten, wenn die Regierung an einem Gegenmittel arbeiten sollte? Das weiß ich nicht. Wir haben nur nach einem Gegenmittel gearbeitet.
Tyson, der Doktor ist nun aufgewacht. Ich komme gleich. Und du, du denkst doch einmal scharf nach, was du mir nachher noch zu sagen hast. Psst, Ray, hier drüben. Toby, du bist auch hier? Wer sind die? Das sind die üblen Typen. Wie meinst du das? Das sind die, die damals alle getötet haben. Wir müssen hier schnellstmöglichst weg. Aber Lukas, ich kann doch meinen Sohn hier nicht lassen. Sah nicht so aus, als ob er dich wiedererkannt hätte. Ach komm schon, 5 Minuten noch. Brian, du bist auch hier? Ja, sieht so aus. Super, dann sind wir schon 3. Wir müssen hier fliehen. Brian, mein Sohn, er lebt. Er ist hier. Ja, aber Ray, ich denke, bevor wir deinen Sohn hier rausholen, müssen wir erstmal uns hier raushauen. Ich lasse Lukas nicht hier zurück. Ich lasse ihn nicht noch einmal im Stich. Ich kann dich ja verstehen, aber lass uns doch erstmal drüber nachdenken, wie wir vorgehen wollen. Wir gehen hier noch drauf. Nicht nur den Lukas, sondern auch den Wissenschaftler müssen wir befreien. Wollt ihr, dass sie uns den Kopf abhacken? Also ich bin bei der ersten Möglichkeit weg. Ich habe auch schon eine Idee, wie es klappen könnte. Wir müssen auf einen geeigneten Moment warten. Dann kann ich mit Lukas reden. Wenn er alleine ist, vertraut mir. Bist du dir auch wirklich sicher? Das kann mächtig schief gehen. Ja, da bin ich mir komplett sicher. Na, gut geschlafen, Sonnenschein? Verdammt, was soll der Scheiß? Heute wohl mit dem falschen Fuß aufgestanden, was? Na okay, sag mir, wie ich in den Bunker reinkomme. Sag mir, wo der Rest eurer Truppen sind. Und vor allem, wo habt ihr eure Waffen versteckt? Der war gut. Du denkst doch nicht wirklich, dass ich dir was verrate. Von mir erfährst du nichts. Na gut, du willst es wohl nicht anders. Lukas, zieh ihm die Tüte über den Kopf. Runter mit der Tüte! So, Way, du hast nun die Wahl. Ich werde eine nach dem anderen töten, solange bis du es mir erzählst. Sag es ihm doch! Ich denke, er weiß etwas, was wir nicht wissen! Ruhe hier! Way, sag, oder der Erste stirbt! Leute, es tut mir leid, aber ich kann nicht. Lukas, töte den Ersten. Warum ich? Die haben uns überhaupt nichts getan. Lukas! Willst du dich gegen mich auflehnen? Weißt du etwa nicht mehr, wie ich dich vor den Infizierten gerettet habe? Lukas, du musst nicht auf ihn hören. Mach das Richtige, mein Sohn. Was meinst du damit? Klappe, Ray. Lukas, du hattest deine Chance. Bringt die Gefangenen in die Zellen und räumt hier auf. Lukas, du verschwindest jetzt besser aus meinen Augen. Ray, verdammt nochmal! Du musst es ihnen sagen, sonst sterben wir alle! So, das war nun Dummste Begins Nummer 3. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt ihm jetzt einen Daumen nach oben. Und wenn ihr den nächsten Part noch sehen wollt, dann abonniert jetzt den Channel.
Dieser Part wird entweder im Oktober oder entweder dieses Monat rauskommen. Das kommt genau jetzt auf euch drauf an. Wenn ihr schafft, auf dieses Video in den nächsten, also insgesamt in diesem Monat, über 1000 Likes hinzukriegen, dann werde ich diesen Part 4 dieses Monat im August noch rausbringen. Sonst kommt der ganze Part dann entweder im Oktober oder im September. Ja, dann sage ich erstmal danke fürs Zusehen und wünsche euch viel Spaß. Auf meinem Channel gibt es noch mehr Filmprojekte. Das heißt, rechts geht's zum letzten Minecraft-Film. Links geht's zu einem anderen Minecraft-Film. Also jeden Freitag Minecraft-Film-Time hier auf P90FBN100. Und nochmal ein großes Dankeschön an das Filmteam und nochmal ein großes Dankeschön an das eigentliche Bauteam und sonstige Teams und an Grafiker und weiß was ich und da noch rein und dann lieb.